Da hab ich Vollpfosten einfach mal auf die falsche Zeit geguckt. Willkommen zurück zu Crash 2, Cortex Strikes Back in the Insane Trilogy. Ja, da war ich aber echt richtig baff, als ich dann doch irgendwie Platin geholt habe, obwohl ich dachte, ich müsste nochmal 8 Sekunden besser werden. Und es ist einfach die Bestzeit des Levels. Lol, lol, lol. Gut, Barrett, das müssen wir sowieso mit Crash spielen. Haben jetzt hier 44, 92, 82 Zeit, aber das ist jetzt wirklich die Platin-Zeit, nicht die Bestzeit im Level. Und ja, ich denke, das sollte was werden, relativ fix. Allerdings müssen wir hier wahrscheinlich durchsprinten as fuck. Es kann lustig werden. Ja, ich drücke erstmal die falsche Taste, nämlich Quadrat, das ist aber Kreis. Das Gute ist ja... Das Gute ist ja, wir können hier dann nur Stoßsprinten, also nicht so ganz durchsprinten wie bei Crash 3, sondern wir können immer nur so ein bisschen sprinten und dann muss er sich quasi irgendwie erholen oder so. Ich weiß leider nicht, in welchem Intervall er sich überhaupt wieder auflädt, dass man das wieder machen darf. Ich weiß es nicht. Finden wir ja jetzt heraus. Hoffentlich. Ja, was heißt hoffentlich? Wir müssen es wahrscheinlich rausfinden, um Platin zu bekommen. Die zweite Kiste sah gerade aus wie eine... die erste, eine Sekunde sah gerade aus wie eine Nitro-Kiste. Deswegen dachte ich schon, es wäre um mich geschehen. Ja, jetzt ist es definitiv um mich geschehen. Ich weiß auch nicht, warum der jetzt nicht nach links gemacht hat und ich... nach rechts gemacht hat und ich weiß nicht, warum meine Uhr nicht läuft. Ich hab doch gedrückt, Mensch. Gibt's doch nicht. So. Ja, wir haben ja sowieso schon eine Sekunde übersehen. Das war wahrscheinlich schon unser Todesurteil. Ja, ich hoffe mal nicht, dass die... Wow. Dass sie so krass sind, dass man wirklich alle Zeitkisten für Platin mitnehmen muss. Bei Hawkwild und Whole Hawk, okay, da konnte man nichts anderes machen, aber... Hier kann man ja noch sprinten und außerdem... Sind die Kisten hier ein bisschen fieser platziert. Ja, wobei. Das war einfach nur schlecht von mir, weil ich da falsch gelandet bin. Vor allem vor Abgründen immer schön springen. So, wir sind schon mal weitergekommen als gerade. Jetzt kommen die Orcas, schön. Vater Orca. Ach, fuck, da war eine Sekunde. Das sah auch wieder eine Nitro-Kiste aus. Ich hasse das. Dieses Shading hier, teilweise. Das sah einfach aus wie eine grüne Kiste. Nicht wie eine gelbe. Gut, hier ist ja auch alles blau. Also es macht schon irgendwie Sinn, dass es dann grün wird. Aber dennoch. Jetzt hat er das irgendwie viel zu früh genommen. Ich wollte doch einfach nur da rum. Das ist manchmal echt dumm. Also gerade im Vollsprint verstehe ich nicht, was er da manchmal in meine Befehle rein investiert. Genau, rein interpretiert. Oder rein compiled. Interpreter, Compiler. Ja. So, das ging schön. Da kann man jetzt auch halt wirklich drauf rennen. Das ist eigentlich ganz nett gemacht. Weil sonst musste man halt auf dem Eis rutschen. Das war immer ein bisschen blöd. Aber ich glaube, ich muss über Eis und blöd in diesem Spiel nichts mehr verlieren. Werde ich aber wieder in Cold Hard Crash. Da wird es dann leider nochmal notwendig sein, in so eine schöne Eiswelt zu gehen. Und sonst sind wir hier nur noch auf dem Bär unterwegs. Und einmal unterm Bär. Bär down. Und einmal sind wir komplett Bär. Fuck. Naja. Bin ich mal gespannt, wie lange das hier dauert. Also es wird nicht so lange dauern wie Orient Express. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Wenn dann wahrscheinlich eher so wie Mitternacht. Also was ist relativ sicher? Ich habe ja... Wow. Ich habe ja keine Erfahrungswerte, deswegen kann ich natürlich überhaupt nicht sagen, wie lange das dauern wird, aber... Ich vermute einfach mal, dass das... Boah, spring doch, Junge. Dass das schneller gehen wird. Was ist das eigentlich für ein mickriges... Da fand ich die Originalstimme aber deutlich süßer, auch wenn er hier deutlich knuffiger aussieht. Weil halt so richtig schön fällig, wollig, wie auch immer. Wie ich ganz gerne mal die erste Kiste verpasse. Und warum springst du denn nicht? Bist du deppert? Vielleicht bringt's ja was, wenn ich R2 drücke. Nee, es bringt leider nichts. Warum auch? Ich habe ja die Sprintschuhe, nicht Polar. Warum ist der denn da weiter gesprintet, bitte? Was? Und darum springst du jetzt? Cause you're a star. Oder nee. Hey, sky full of stars oder so. Und eigentlich wollte ich dann sagen, full of bugs. Und es klappt alles nicht. Ich bin so gut. Ey, das ist unglaublich hier. Was hier teilweise richtig... Ich meine, war... Jetzt hat es wieder so geklappt wie vorher. Wo ich jetzt einfach mal gesagt habe, ja, das ist der Standard, das soll so funktionieren, auch wenn es ein bisschen blöd ist.
Ich habe übrigens eine Sekunde über... Ja, da geht man einfach mal davon aus, dass die Dinger vielleicht mal ein bisschen schneller sind. Ich meine, man muss mal überlegen. Crash, ja? Der kommt mit so einer krassen Gravitation wie auf den Boden zurück. Was muss denn erst so ein Orca bitte für eine Gravitation haben und wie schnell muss der bitte wieder nach unten kommen? Also ganz, ganz, ganz logisch gesehen, ja? Vicarious Visions. Ja, aber die springen doch hier extra so toll aus dem Wasser, um dich zu behindern. Und die sind doch so, die machen ja auch einen Bogen. Die springen, ja, ich mach auch einen Bogen beim Sprung. Ja? Falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Du komische Stimme, die einen Entwickler von Vicarious Visions repräsentieren soll. Naja, aber wir sind ja im Schnitt sowieso eher bei 2 Parts pro Relikt. Beim letzten Mal waren wir so eher überdurchschnittlich. Das heißt, in diesem Part sollte eigentlich gar nichts passieren, damit wir wieder im Schnitt sind. Vielleicht alle 1,5 Parts und nicht alle 2 Parts, aber... Ja, der hätte einfach links lang gelaufen können und ein bisschen schneller... Ach ja, ich habe schon wieder gesehen, dass das Nitro-Kiste ist, verdammt. Ja, ich muss das erstmal reinkriegen. Vielleicht muss ich es auch gar nicht reinkriegen, weil die ja nicht so... Fehlerintolerant sind, aber das glaube ich nicht, denn ich kenne ja die ersten Level. Ja, wie sollst du denn im Sprint? Ja, du sollst nicht sprinten, das ist natürlich hier auch schon wieder die Scheißstelle. Ich weiß leider auch gar nicht mehr, wie viel noch kommt, aber es ist, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Also ich glaube, man muss hier tatsächlich gar nicht mal so viel, so krass viel sprinten. Wäre natürlich schön, weil das ist natürlich deutlich schwammiger dadurch. Die Steuerung und so. Aber ich werde natürlich trotzdem so viel wie möglich sprinten und dann hoffen, dass eine schöne Zeit rauskommt, dass vor allem Platin rauskommt. Das ist so unlogisch. Mann. So dumm, echt. Eigentlich hatte ich mich auf diese Bärenlevel gefreut, weil die so voll cool sind, so voll Vehicle-Level und so. Also gut. Auf Aircrash und Co. habe ich mich auch nicht gefreut, weil die eben, die sind auch Vehicle-Level, aber weil die eben kacke sind. Die hier mochte ich eigentlich immer ganz gerne, bis zu diesem Zeitpunkt. Auch in der Ancient Trilogy. Die fand ich eigentlich ganz cool. Wenn die Steuerung natürlich anders ist, aber jetzt gerade ist es wieder richtig schlimm mit dem Sprinten vor allem. Es ist so krass ungenau. Das ist nicht mehr feierlich. Als ob das Relikt an sich nicht schon eine Herausforderung ist. Nee, sie müssen natürlich auch noch die Steuerung so richtig noch schwammiger machen als überhaupt schon. Ich würde schon behaupten, dass der hier in der Centurgy, wenn er sprintet, noch ein bisschen schwammiger zu steuern ist als im Original. Was aber dann, wie gesagt, daran liegt, dass er so generell schwammig steuerbar ist. Aber gut, das ist wahrscheinlich wieder die Nostalgiker-Brille. So, ich habe mittlerweile gemerkt, dass das hier eine Sekunde wert ist, aber ich weiß gar nicht. Vielleicht sollte ich einfach mal durchrennen, die ganzen TNT-Kisten ignorieren und so. Vielleicht bin ich dann sogar besser und schneller. Weiß es nicht. Diesmal habe ich auch an der Stelle nicht direkt gesprintet, sondern ein bisschen anders. So, hier nicht sprinten. Ich habe es gelernt. Danke. Danke dafür. Das war dumm. Aber da ist nur noch eine Ecke eigentlich, oder? Das war einfach dumm, dass ich da gesprintet bin. Also ich sollte eigentlich ein bisschen weniger sprinten. An Stellen, die kritisch sind, einfach mal ein bisschen weniger sprinten. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Und warum? Weil ich eigentlich die Kreistaste gedrückt habe, damit er eigentlich sprintet. Aber gut, ich glaube, das ist jetzt nicht Input-Delay oder so, sonst was, sondern das war jetzt wirklich, weil er sich quasi erstmal aufladen musste, weil ich ein bisschen zuvor noch gesprintet war. Also da kann man dem Spiel wahrscheinlich keinen Vorwurf machen. Das soll so sein. Na gut, die Eisphysik soll wahrscheinlich auch so sein, aber die ist halt kacke. Muss man unterscheiden. Was absichtlich ist und was auch absichtlich ist, aber absichtlich kacke ist. Ah, wie auch immer. Oder bewusst kacke. Das war jetzt aber wahrscheinlich zu langsam, oder? Ja, hier muss ich halt auf jeden Fall, wie gesagt, langsam machen. Weil die Stelle halt sonst doof ist. Hier auch langsam. Ich hab doch zweimal X gedrückt, du Hure! Meine Fresse, ganz ehrlich. Das war jetzt wieder Input-Delay. Weil die sich gesagt haben, nö, also... Nee, du hast die zu schnell hintereinander gedrückt. Ich reagiere jetzt nicht auf deinen X-Befehl. Wirklich nicht. Ja, war, glaube ich, eine ganz ordentliche Zeit so. Ja, und jetzt rutscht er irgendwie komplett aus dem All raus. Ist ja lustig.
In eine andere Galaxie. Unendliche Weiten. Auf zu neuen Planeten. Mit viel Spaß und Freude und Toden. Methoden. Ich entschuldige mich für meine Methoden, aber einer schriftlichen Einladung wärst du wohl kaum gefolgt. 100. Ja. Immer wenn man es gerade aussprechen möchte. Deswegen sollte man das nicht tun. Habe ich eigentlich gelernt, aber... Sure. Was von dem, was man lernt, was man tun soll, hält man auch wirklich ein, ja? Wer ist nicht schon mal bei Rot über die Ampel Leck mich doch am Arsch. Das ist ja, als ob er gerade einen Fisch auskotzt, ey. Die sind teilweise so mickrig erbärmlich, diese langen Sprünge, ne? Und dann hauen sie richtig raus. Es kommt mir unbalanced vor, wahrscheinlich stimmt das nicht. Aber es wirkt auf mich so. Wahrscheinlich liegt es nur daran, dass ich immer dann abspringe, wenn mein Boost schon vorbei ist. Dadurch habe ich natürlich keine krasse Range, was meinen Sprung angeht. Jetzt habe ich aber mal wieder absolut X gedrückt und ich verstehe nicht, warum du das nicht akzeptierst, Spiel. Wahrscheinlich, weil du gegen mich bist. Weil ich Crash 1 geschafft habe oder so. Jetzt hätte ich gerne tatsächlich eine dauerhafte Rennfunktion, weil es sonst echt kacke ist, wenn man das nur timen muss. Von wegen, ja, jetzt habe ich da gerade, jetzt muss ich wieder ein bisschen warten, jetzt kann ich da wieder. Da hätte ich doch gerne die komplette Kontrolle über den. Wirklich. Auch wenn es dann wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger wäre. Und man halt wirklich komplett durchrushen könnte in der Theorie. Was aber ja, wie man hier sieht, nicht geht. Deswegen wird Orient Express auch ein Fest. Wahrscheinlich ist es die gleiche Zeit. Und ich renne in die TNT-Kiste rein. Ja. Ich habe es ja schon angesprochen. Wir dürfen jetzt eigentlich gar nichts schaffen in dem Part, weil wir im Schnitt bleiben müssen von 1,8 Videos, wo wir ein Relikt holen. Und wir haben beim letzten Mal schon eins geholt innerhalb von einem Video. Und das geht ja nicht. Deswegen, ne, dürfen wir jetzt erstmal ganze Zeit lang keinen Relikt mehr holen. Also wahrscheinlich erst zur Hälfte des nächsten Parts. Dann können wir langsam mal wieder eins holen. Also das hier. Sonst wäre das ja... Nee, das wäre komisch. Das geht ja gar nicht. So gut kann ich ja nicht sein. So gut darf ich nicht sein. Das macht den ganzen Schnitt kaputt. Das macht den ganzen Schnitt kaputt. Etwas, was ich zu meiner Politiklehrerin hätte sagen können. Nee, es war ja eine 2, aber trotzdem. Ich hätte auch ganz gerne eine 1 gehabt und auch in meinen Augen verdient, aber ja. However. Ja, jetzt bin ich auch endlich nochmal am richtigen Nitro-Komplex gestorben und nicht noch an der Vereinzelten da hinten. Sehr schön, auch das haben wir mal erledigt. Sehr schön, To-Do-List abgehakt, soweit. Jetzt steht nur noch das Relikt auf der To-Do-List in diesem tollen Level. Aber das werde ich nicht kriegen. Weil ich kacke bin. Und weil das Spiel kacke ist. Das Tolle daran, wenn ich solche Relikte allerdings am Ende eines Parts schaffe, ist, dass es dann tatsächlich auch wahrscheinlich etwa 20 Minuten lang ist und nicht so eine halbe Stunde lang wie die anderen letzten Videos. Außer jetzt das mit Rick, das war auch schon relativ kurz, schätze ich mal. Also was heißt relativ kurz, so 20 Minuten. Schätze ich mal, je nachdem von wo ich da angefangen habe reinzuschneiden. Vielleicht habe ich mich auch doch entschieden, quasi die ganze Aufnahme zu schneiden als Parts, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, ich mache es wie ursprünglich geplant oder während der Aufnahme geplant als Podcast. Ich habe gerade einen Kommentar bekommen. Sehe ich auf meinem Handy. Ich habe X gedrückt. Doch du hast mich zurückgeschickt zum Anfang des Levels, wo alles begann. Und schon fängt alles von vorne an. Ich bin der Reimgott schlechthin von hier. Das Relikt erscheint unmöglich hier. Und ja, ich wollte kein Reim auf Bier. Denn
Das ist nicht schön mir. Keine Ahnung. Denn er trinkt nur Wodka, der Wladimir. Was weiß ich. Oh Mann. Wieso hat der Sprung jetzt geklappt? Sonst klappt der nie, wenn ich da sprinte und dann springe. Dann akzeptiert ihr das nicht. Ja, dafür klebe ich jetzt endlich mal wieder an der Statue. Sehr schön, ist ja lange nicht passiert. 14 Minuten 14. Wupp, wupp. Wir haben eine Menge geschafft. Ich habe immer noch keine Ahnung. Also ich habe quasi nichts gelernt während meinen Runs. Und auch das habe ich nicht verstanden, warum das jetzt wieder geklappt. Also was heißt, was geklappt? Warum das jetzt wieder vorgekommen ist. Weil eigentlich, das ist ja nichts, was klappen soll oder kann. Das ist einfach komisch, dass das manchmal passiert. Weil er sich denkt, hey, ich habe da noch so viel Überschwall. Das ist komplett komisch. Also, wenn das jetzt der Platin-Run werden sollte, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Vielleicht bin ich einfach im richtigen Moment, wo ich aufgekommen bin, wieder hochgesprungen und habe dadurch den Schwung mitgenommen. Aber, wie ihr seht, auch hier hat es zum Beispiel jetzt nicht geklappt. Also, ich glaube, das ist einfach eine Art Bug. Dass er sich denkt, hey, guck mal, der ist doch gerade noch, der hat doch gerade geboostet, jetzt springt er weiter und so. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, das war gut. Jetzt nicht mehr verkacken. Sind ja nah am Ende eigentlich. Oder? Wobei, nee, da kommt noch eine Menge. Ach schön, da muss ich gar nicht links, rechts, links und so eine Scheiße machen. Komm, 44 Sekunden, das können wir packen. Wenn Crash immer aufsteht. Nee, jetzt können wir es nicht mehr packen. Okay, gut. Es dauert doch noch verdammt lange. Wobei ich auch ehrlich gesagt sagen muss, ich habe ja gar nicht mehr damit gerechnet, dass wir überhaupt nochmal ins Ziel rennen müssen. Aber klar, es ist Crash 2. Ich habe ja eigentlich so ein bisschen erwartet, tatsächlich, dass wir das so wie bei Crash 3 regeln, dass er quasi die Uhr anhält, wenn ich da lande. Das ist natürlich eine naive Annahme, dass das hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass das in dem Spiel nicht so ist. Aber ja gut. Dann holen wir uns einfach nochmal so 2-3 Sekunden raus, das können wir auch eigentlich. Allein ja die Stelle am Ende, wo ich nicht mehr wusste, was da überhaupt jetzt noch kommt. Das sollte man deutlich besser machen. Ja, das sollte man auch deutlich besser machen. Also ganz ehrlich, tut mir leid, da scheiße ich auf die Sekunde. Da sprinte ich lieber durch und bin wahrscheinlich genauso schnell, wenn nicht sogar schneller. Wahrscheinlich bin ich langsamer. Aber für mich sieht es so aus, als wäre ich dadurch schneller. Und langsamer, wenn ich mich auf die Zeit einlassen würde. Sehe ich also nicht rein. Weiß auch nicht, ob ich hier gerade alles hatte in dem Run. Keine Ahnung. Ich muss generell mal ein bisschen mehr Turbo reinpacken hier. Natürlich nicht an solchen lustigen Stellen, wo ich schön gegen so Mauer fliegen kann und ich halt mal wieder mein Wort absolut ein. Genau das, was ich gesagt habe, mache ich auch. Das ist Gesetz. In einer anderen Galaxie, deswegen führe ich das hier nicht aus. Weil es hier keine Gültigkeit hat oder so. Ja, wow. Du mich auch, Spiel. Du mich auch. Das war toll. Das war richtig scheiße. Weil ich bin gesprintet, wo ich eigentlich nicht sprinten soll. Nämlich, wenn ich die Kisten einsammle. Dadurch habe ich nicht alle Kisten bekommen, weil ich sonst den Absprung verpasse. Und ich habe natürlich den Absprung nicht geschafft, weil ich dann genau auf dem zweiten Hindernis gelandet bin. Ist das nicht toll? Das ist super, wirklich. Das ist total super. Schon fast super plus. Ja, wenn ich mich nach Sprit bewerten müsste, wäre ich wahrscheinlich eher Diesel. Also alt und komplett überholt. Aber alteingesessene und Sparfüchse bauen trotzdem noch auf mich. Oder so. Bei euch wird es wahrscheinlich wieder leicht asynchron sein. Ist ja eigentlich kein Geheimnis, dass ich Framedrops habe, auch wenn ich es wahrscheinlich noch nie erwähnt habe. Also in der Aufnahme selbst, in der Videoaufnahme, wobei, nee, doch, doch in der Videoaufnahme, doch, doch. War mir gerade kurz unsicher. Ich war gerade nicht mehr sicher, dass es Nitro-Kisten waren. Also ich, besser gesagt, ich wusste es nicht mehr. Ich war mir nicht sicher. OMG. So, hier können wir jetzt doppelt boosten. Das weiß ich jetzt, was hier auf mich zukommt. Und das wird wieder nichts. Ist das nicht herrlich? Weil er auch ewig lang wartet. Warum auch immer. Aus welchen obskuren Gründen auch immer. So, direkt beenden, bevor ich da jetzt wieder irgendeine Scheiße mache.
44, 81, nee, 82. Ja, kommt dasselbe raus. Ich schaff's nämlich nicht. Aber es ist nicht einfach, wie man sieht. Muss ja schon, ja, ordentlich Speed an den Tag legen und natürlich auch die meisten, wenn nicht sogar alle Kisten mitnehmen. Wobei es, wie gesagt, bei der einen da vielleicht auch mehr Sinn macht, die liegen zu lassen. Das muss ich jetzt mal austesten. Jetzt kommt die Stelle ja wieder. Ja, vielleicht einfach mal mit ein bisschen mehr Speed lang. Ich glaube, das macht deutlich mehr Sinn, oder? Ich glaube, wir sind da deutlich schneller unterwegs gerade. Ja, doch. Ich glaube schon. Also die eine Sekunde da auf jeden Fall erstmal liegen lassen. Wie es mit den weiteren Sekundenkisten hier aussieht, weiß ich noch nicht. Also die hier auf jeden Fall mal mitnehmen. Das sind insgesamt 6 Sekunden. Wow. Und ich bin gesprungen. Wow. Hier war ich jetzt mit einer 29er Zeit. Wir könnten ja theoretisch nochmal einen Run machen, wo ich die Kiste jetzt einsammle, aber... Also wenn ich es nicht zufällig aus Affekt tue, weil ich es einfach noch gewohnt bin, dann mache ich es auf jeden Fall nicht mehr. Weil es gerade deutlich schneller aussah. Ja, wow, geil. Ich hab's ja voll drauf. Ja, ich würde das schon jetzt noch ganz gerne in den Part packen, ne? Also es ist jetzt sonst wieder ein richtig schön und produktiver Part, wo gar nichts passiert. Das finde ich auch nicht so cool. Ne. Also eine Sekunde da verpassen, okay. Aber beide Sekunden kriegen und dafür die 3 Sekunden nicht kriegen, das geht nicht. Das geht absolut nicht. Da weiß ich nicht, was ich mir dabei denken soll dann. Also, ja doch, ich weiß, was ich mir dabei denken soll, aber... Ja gut, wie gesagt, das ist in Ordnung. Es ist nicht so schlimm, wenn da mal eine Sekunde fehlt, glaube ich. Natürlich kann mir die am Ende fehlen, aber davon gehen wir jetzt erstmal einfach nicht aus. Und ich glaube, ich muss hier doch deutlich mehr durchspringen als erwartet. Das geht auch, definitiv. Hier an wirklich jede Ecke durchspringen. Ob das aber unbedingt Zeit spart, weiß ich nicht. Warum hat er jetzt nicht gesprintet und gesprungen ist? Warum? Schon wieder nicht. Das ist mein Rhythmus irgendwie ein bisschen durcheinander hier vom Springen. Aber gut. Wie gesagt, ich glaube, das ist schneller. Sieht man auch an den TNT-Kisten, die haben, glaube ich, sonst ein anderes Timing. Wow, jetzt war ich mir nicht mehr sicher, ob da eine 1-Sekunden-Kiste ist oder eine Nitro-Kiste oder eine TNT-Kiste oder was weiß ich. Es war eine Sekundenkiste, toll. Das heißt, wir haben schon 2 übersehen, oder? Ich glaube schon. Aber prinzipiell sind wir schneller. Ob wir das ausgleichen können, weiß ich nicht. Schauen wir uns jetzt an. Wir sind hier auf jeden Fall schneller bei dem Wal. Wow, das war knapp. Sieht besser aus, aber ob das reicht? Wenn Crash mal Gas geben würde, würde das reichen. Es reicht. Auch wenn ich am Ende noch ein bisschen verkackt habe, weil er wieder ein bisschen gedingst ist, weil ich nicht gesprungen bin nach dem Rutschen. Aber es reicht. Also das durchaus knifflig, aber das macht jetzt... Der letzte Mal hat wirklich Spaß gemacht, weil ich mich da jetzt auch einfach mal getraut habe. Das Ding ist, man kann sich ja eigentlich nicht trauen, weil man eigentlich sonst... Wenn man zu viel sprintet, landet man einfach früher oder später definitiv gegen diesen Statuen. Das heißt, man muss einfach definitiv wissen, okay, hier muss ich slow down. Sonst geht das nicht. Da muss ich definitiv vom Gas runter. Definitiv. So oft, wie ich das jetzt gesagt habe. Schön. So. Damit haben wir jetzt 8 Relikte, glaube ich. Ja, von 27. Es ist noch ein weiter Weg, aber beim nächsten Mal haben wir Crash vor uns. Sollte nicht so schwer werden. Bis dahin. Tschüss.